Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Heldenhaft. Ich bin Helge, wie immer der unpädagogischste Pädagoge der Welt. Ihr lieben Freunde, ich wollte mich kurz zwischenschalten, bevor Boris weitergeht mit dem 32. Teil. Das ist eine sehr markante Zahl. 31 Teile haben wir hinter uns gebracht. Wir sind jetzt schon knapp über ein halbes Jahr auf Sendung. Damit ist Halbzeit, denn mit 32 beginnt der zweite Teil des Buches. Ich kann es euch mal zeigen. Das war Teil 1, Boris letzte Chance Amerika. Also 31 Teile, die ich vorgelesen habe. Und jetzt kommt Teil 2, Boris letzte Chance. Ich mach mal so, ne? Boris letzte Chance Amerika. Ja, wenn Teil 1 bislang, ich sag einfach mal, so eine Fahrradtour beschreibt mit seinen Höhen und Tiefen, dann war das bislang in Ordnung. Aber jetzt ab Teil 2, liebe Leute, gewohnheitsgemäß die Leute, die das Buch gelesen haben, die können berichten, da geht's richtig dramatisch zur Sache. Weil da sind Sachen passiert auf dieser Radreise, 10.000 Kilometer durch Nordamerika mit Boris, die einfach nur hochdramatisch waren und teilweise echt einfach nicht zu glauben sind. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Ich sage einfach mal Dankeschön für die ganz vielen treuen Zuschauer, die ganze Zeit dabei geblieben sind und die Neuen, die hinzugekommen sind. Ihr habt mich natürlich dann auch recht herzlich begrüßen und lasst euch einfach begeistern von den nächsten 31 Teilen Boris letzte Chance Amerika. Wie gesagt, es geht richtig zur Sache. Ich werde diese Videos jetzt weiterhin schneiden. Ich mache es jetzt mittlerweile alleine und ich hoffe, alles wird gut, Qualität ist gut und so weiter. Ich sage einfach mal, ciao, euer Helge. Boris letzte Chance Amerika, Teil 2 von 2. Ein kleines Intermezzo. Kurz vor der Veröffentlichung dieses Buches erinnerte mich der inzwischen erwachsen gewordene Boris an folgendes Erlebnis, das wir beide weder zeitlich noch geografisch einordnen, darüber aber herzhaft lachen konnten. Die Geschichte spielte sich abends im Zelt liegend ab, als mal wieder ein Fahrradtourtag zu Ende gegangen war. Beide versuchten wir den Schlaf zu finden, indem wir, nur mit den geöffneten Schlafsäcken bedeckt, voneinander abgewandt platziert waren. Als ich mich gerade im Zwielicht zwischen Wachzustand und Schlaf befand, verspürte ich an meinen Füßen plötzlich Bewegung und eine kalte Berührung. Davon wieder aus der Welt der Halbträume die Realität zurückgefunden, hatte ich sofort Boris in Verdacht. Ich vermutete, dass seine Füße unter meinem Schlafsack gerückt waren und mit meinen Kontakt gefunden hatten. Daraufhin rückte ich diese noch ein Stück weiter von Boris geahnter Position fern. Wieder gerade in den Dämmerzustand zurückgefunden, verspürte ich abermals dieses kühle Etwas. Infolgedessen und endgültig aus meiner Ruhe gerissen, stieg Empörung in mir hoch. Es war meine Überzeugung, dass Boris seine Füße unter meinen Schlafsack geschoben hatte. So maute ich den Jungen an, ohne meine Liegestellung nur im geringsten zu verlassen. Sag mal, kannst du deine Quanten nicht bei dir halten? Boris, welcher noch wach war oder durch meinen laut vorgetragenen Beschwerde aufgeweckt wurde, antwortete wie ein ungerechtfertigt beschuldigtes Grundschulkind. Ich bin doch gar nicht bei deinen dran. Ach nee? Wieso spüre ich die andauernd? Der Junge verteidigte sich weiter. Aber ich habe doch meine ganz bei mir dran. Die liegen fast am Zeltrand. Seine Erklärung, kein Glauben schenken, murmelte ich ironisch nur noch vor mich hin. Ja, sicher. Und wieder versuchte ich, zur Ruhe zu finden. Als nur wenige Minuten später ein drittes Mal dieser vermeintlich kalte Körperkontakt verspürt wurde, schreckte ich aus meiner Ruheposition hoch und es platzte lautstark aus mir raus. Also jetzt reicht's mir. Tu endlich deine verdammten blöden Quanten unter meinem Schlafsack weg. Das nervt. Außerdem sind deine Pöten eiskalt. Damit holst du mich jedes Mal aus dem Schlaf zurück. Mein Gott nochmal. Boris konnte meine Wut einfach nicht nachvollziehen. Ich bin das nicht. Meine Füße liegen hier. Guck. Im Halbdunkel demonstrierte mir der Junge die Position seiner Füße und ich musste einsehen, dass er unschuldig war. Nun stellte sich aber die Frage nach der Ursache für die fremdartigen Hautberührungen. So hob ich den Schlafsack auf Höhe meiner Füße an. Beim Anblick des Übels posaunte es aus mir heraus. Ich glaub das ja nicht. Weißt du, was da an meinen Füßen herumhängt? Nö, sag schon. Ein Frosch. Ein kleiner, klebriger Frosch. Ich glaub das ja nicht. Boris, ein wenig erheitert, ein wenig erleichtert, sagte, ha, wirklich. Und du dachtest die ganze Zeit, ich wäre das gewesen. Ja, was sollte ich denn sonst denken? Unmittelbar nach Lösen des Rätsels wurde der verirrte Frosch in die Freiheit entlassen. Und wir konnten in den verdienten Schlaf finden. Samstag, 12. Oktober, der 90. Projekttag. Dicke, gackernde Kinder. Um 7.55 Uhr war mein Schlaf beendet, der überraschend ruhig verlief. Wieso überraschend?
In Stresssituationen fiel mein Schlaf regelmäßig tief und fest aus. Was war das nicht phänomenal? Als ich aufstand, mich innerhalb einer Nische des Raumes am Waschbecken wusch und meine Zähne putzte, schlief Boris noch oder tat jedenfalls so. Augenblicklich fehlte mir noch das geeignete Konzept, wie mit dem Jungen weiter zu verfahren war. Zog ich mich jetzt an, latschte allein in die Stadtmitte und schaute ab 11 Uhr die angekündigte Flugschau am San Francisco Bay, oder sollte ich warten, bis der Junge wach wurde, um ihn danach zu fragen, ob er mich dorthin begleiten wollte? Warum ging ich denn nicht einfach? Weil die Angst bestand, man könnte eine Versöhnungschance verpassen, und weil das unbehagliche Gefühl in mir kaum auszuhalten war. Das Wetter schien heute wieder schön zu werden. Vermutlich würde die Sonne den ganzen Tag lang scheinen. Tagebucheintragung am Abend. Da Boris Schlaf scheinbar nicht enden wollte, platzierte ich in der näheren Umgebung der Herberge und spazierte und suchte ein Internetcafé auf. Dort konnte ich meine aktuellen E-Mail-Nachrichten lesen. Aufgerufen wurden gleich auch die Weltnetzseiten meiner Sparkasse und eines Wetterdienstes. Hieraus war zu erfahren, dass es in der Gegend um San Francisco den nächsten Tag um die 20 Grad Celsius warm werden sollte. Nach Erledigung dieser Dinge führte mein Weg zurück in den Backpacker, wo Boris immer noch schlafend im Bett lag. Mittlerweile war es 9:30 Uhr. Als er kurze Zeit später dann endlich doch wach wurde, fragte ich ihn vorsichtig: Hast du Lust, mit mir zusammen zur Flugshow zu gehen? Mit hoher Spannung erwartete ich seine Reaktion. Als ob nichts vorher geschehen wäre, sagte er: Ja, warum nicht? Jetzt sofort? Ja, du musst dich ein wenig beeilen, es geht nämlich schon gleich los. Okay. Der Junge putzte sich im Höchsttempo die Zähne, frühstückte auf die Schnelle etwas und stand dann parat für den kommenden Ausflug. Es war für mich kaum zu fassen gewesen. Der Junge schien sich förmlich darum zu reißen, mich zu der Veranstaltung am San Francisco Bay zu begleiten. Vergessen schien der Streit von gestern. Es folgten keine gegenseitigen Vorwürfe. Die Haltung des Jungen machte mich stolz und stimmte mich rührig zugleich. Mit der berühmten Kabelbahn fuhren wir gemeinsam für den Preis von jeweils $2 hinunter zum Hafen. Anschließend spazierten Boris und ich noch etwas in San Francisco Bay entlang, ehe wir auf einer Betonbühne Platz nahmen, die einen Blick auf den Hafen mit der fast gesamten Bucht von San Francisco und der Insel Alcatraz bot. Auch die Golden Gate Bridge befand sich in Sichtweite. Und die war abermals von Nebel befreit. Selten, aber wahr. Glück gehabt. Von nun an hieß es endloses Warten bis zum Beginn der Flugshow. Doch aus dem angekündigten Spektakel wurde eher eine langweilige und wie ein Kaugummi gezogene Veranstaltung, die auch noch mit 1,5 Stunden Verspätung um 12:30 Uhr begann. Der Grund für die Verzögerung war eine in die Bucht einkehrender Flugzeugträger und zwei weitere kleinere Kriegsschiffe, die uns und das Publikum begeisterten. Zu Beginn der Flugshow flogen kleine Propellermaschinen einzeln und scheinbar endlos lang ihre Schauflüge. War das langweilig. Dazu kam, dass sich ihre Darbietungen ständig wiederholten und viel zu viele Runden über das Hafengewässer flogen. Selbst die anderen Beobachter auf der vollbesetzten Tribüne schauten gar nicht mehr richtig hin. Die vertrieben ihre Zeit lieber mit Unterhaltung und dem Verzehr von Hamburgern und Cornflakes. Nachdem mein Flugzeug mittlerweile seine 15. Runde gedreht hatte, sagte ich empört zu Boris: Sag mal, ich dachte, das sollte eine Flugschau werden. Also da hatte ich wirklich etwas anderes erwartet. Boris teilte diese Ansicht. Boah, das ist wirklich langweilig. Da hätten wir auch im Hotelzimmer bleiben können. Ich widersprach. Da wäre es auch langweilig geworden und wir hätten uns nachher nur in die Haare bekommen. Lass mal. Ist schon ganz gut, dass wir hier sind. Wenn die Flugshow auch scheiße ist, so sieht man wenigstens mal den Hafen und die Bucht von San Francisco. Wer das darf schon erleben. Jo, stimmt auch wieder. Erst als deutlich später einzelne Düsenjets ihre Künste demonstrierten, wurde es wenigstens ein wenig aufregender. Dennoch verließen wir gegen 15 Uhr den Ort des Geschehens. Doch es war klar, was dann passierte. Der Junge und ich hatten gerade die beobachtete Bühne verlassen, da begannen Düsenjets in Sechserformation Nervenkitzel erzeugende Flüge. So verblieben wir doch noch eine Weile an Ort und Stelle. Die anschließende Kabelbahnfahrt, welche zurück in die Innenstadt fuhr, war anstrengend. Aufgrund des Endes der Veranstaltung war die historische Bahn extrem mit Menschen gefüllt. Schon an der Haltestelle gab es riesige Personenschlangen. Das Warten auf eine Möglichkeit zum Einsteigen dauerte 20 Minuten. Der Kabelbahn selbst standen um uns herum nur dicke und gackernde Kinder, die nervten. Zurück in der Downtown gingen der Junge und ich erst einmal gemeinsam bei McDonald's essen und später in einem Supermarkt für den Abend einkaufen. Zudem erwarb ich in anderen kleinen Läden der Stadt noch einen dringend notwendigen Einwegrasierer, Rasierschaum und einen großen Briefumschlag. Bereits heute Morgen kam es zu einem Kauf von 8 Fotofilmen für den Preis von rund 30 Euro.
Apropos Preise. Bei unserem Aufenthalt am Hafen erwarben wir jetzt einen Fleischspieß für den unverschämten Preis von insgesamt 10 Euro. Und das für nur wenige und kleine Fleischstücke. Der Aufenthalt hier in dieser Millionenstadt war aber auch teuer. Nun saßen Boris und ich wieder auf unseren Zimmern in der Jugendherberge. Während meine Wenigkeit zahlreiche Postkarten beschriftete, kreierte der Junge Graffiti-Zeichnungen auf DIN A4 Papier. Die gestern noch knisternde Spannung zwischen Boris und mir hatte sich mittlerweile gänzlich verflüchtigt. Allerdings wurden die Vorfälle nicht mehr thematisiert. Das war und ist mit Sicherheit ein Fehler. 20.30 Uhr. Vorhin kochte Boris im Duschraum Nudeln. Das hatte sogar einen triftigen Grund. Der Junge befürchtete nämlich, dass er mit dem Feuerqualm des Gaskochers auf dem Zimmer einen Feueralarm auslösen könnte. Beim ersten Geschmackstest der Mahlzeit schrie ich laut auf: Boah, was hast du denn mit den Nudeln gemacht? Wieso? Die schmecken ja eklig. Hast du etwa mit dem Klowasser abgeschreckt? Ha, nee, bestimmt nicht. Aber lustig wäre das schon. Hör mal, ich traue dir wirklich alles zu. Du bringst das. Ja, lach du mal. Probier du mal die Nudeln. Ich finde, die schmecken wie die Schweißfüße von meiner Oma. Also mir schmecken die. Echt? Ja, echt. Ja, weil du die gemacht hast, was? Nein, schmecken nicht mir wirklich. Naja, egal. Bevor ich gar nichts zwischen den Zähnen habe. Später am Abend zeichnete Boris noch ein fantasievolles Porträt von mir. Es war eher eine Comiczeichnung. Meine Betätigung für den Rest des Abends war noch das Schreiben eines Briefs an Markus Berns und ein Gang in die Badewanne. Danach gingen wir beide recht früh schlafen. Sonntag, 13. Oktober, der 91. Projekttag. Dramatische Übelkeit. Kaum zu glauben. Vermutlich war morgen Abend bereits die Halbzeit der Maßnahme erreicht. Erst gegen 9.30 Uhr bin ich aufgestanden und fühlte mich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder recht ausgeschlafen. Boris pennte natürlich immer noch. Doch heute war mir das egal. Sollte er doch. Der Junge hatte das hoch verdient, berücksichtigte man seine bisher absolvierte Leistung innerhalb der laufenden Maßnahme. Jetzt gleich kam es endlich mal wieder zu einem Telefonat mit Markus Berns und Mama ebenso. Vielleicht folgten dann auch Gespräche mit Ulf und Sonja. Hoffentlich klappte es bei allen mit den Rückrufverfahren, ansonsten bezahle ich mich ja tot. Mein großes Zwischenfazit des fast dreitägigen Aufenthalts in San Francisco lautete jetzt schon: Ich hasste Großstädte. Dazu waren sie Gift für Jugendliche in Hilfeprojekten. Sie übten zu große Reize auf sie aus und warf sie eventuell zurück in das altbekannte Muster ihrer Herkunft. Sie waren verführerisch, was Geldausgaben betraf, wiesen eine hohe Kriminalität auf, bereiteten Stress und überall lungerte die Drogenszene. Meine Freude würde groß sein, wenn wir San Francisco wieder verlassen konnten. Man fühlt sich hier einfach nur total eingeengt. Es war laut, es stank, es ging hektisch und betriebsam zu, alles war anonym und die hohen und grauen Mauern erdrückten einen förmlich. Boris wurde heute Morgen beim gemeinsamen Frühstück über meinen City-Caller informiert. Vorher kam es noch zu den angestrebten Telefonaten mit Markus Berns und Mama. Mein Koordinator äußerte während unseres Gesprächs eine neue Bitte. Helge, könntest du mir bitte so schnell wie möglich einen Maßnahmenbericht verfassen und ihn mir per Post zustellen? Ich reagierte entsetzt. Ui, das wird schwer. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das schon hier in San Francisco erledigt. Und morgen wollen wir bereits wieder weiterfahren. Schau, dass du es irgendwann in nächster Zeit schaffst. Am besten doch noch morgen, irgendwie. Okay, ich versuche es. Versprechen kann ich es dir aber nicht. Unmittelbar nach dem Frühstück trennten sich Boris und meine Wege. Der Junge plante, für die Dauer von rund einer Stunde allein durch die Innenstadt spazieren zu gehen. Wetten, dass er lediglich Video- und Computergeschäfte aufsuchte? Dagegen hielt ich mich auf meinem Zimmer des anonym wirkenden Jugendhotels auf und schrieb weiter einen Brief für Markus Berns. Leider blieb das Schriftstück ohne einen roten Faden. Dieser längst begonnene Brief sollte den Maßnahmenbericht ersetzen, in dem viel über den Verlauf des Reisprojektes geschrieben wurde. Soweit meine Erinnerung reicht, akzeptierte mein Koordinator das später auch als offiziellen Zwischenbericht. Als der Junge nach knapp 2 Stunden immer noch nicht aufgetaucht war, angeblich habe er sich verlaufen, ging ich meinerseits auf Wanderschaft, um die schwule Szene und die Castro Street herum kennenzulernen. Dabei kam es zu einer ersten Fahrt mit der U-Bahn der Stadt, um den Zielort zu erreichen. Doch dort herrschte pure Anonymität. Das hieß, dass zahlreiche Menschen obdachlos waren, hilflos auf der Straße saßen und sogar lagen und ganz offensichtlich mit dem HIV-Virus befallen waren. Deshalb verließ ich bereits nach nur einer Stunde wieder den Ort meiner Sehnsüchte. Zuvor kaufte ich noch in einem Supermarkt umfangreich Proviant ein. Die 16
schweren Einkaufstüten mussten bis zu einen Kilometer entfernt liegenden U-Bahn-Station geschleppt werden. Im Anschluss taten mir alle Finger und auch die Arme weh. Aufgrund der herrschenden Wärme brach mir zudem der Schweiß aus und der Duft unter den Armen roch nicht gerade nach Rosenblüten. Das Zimmer der Herberge betreten, wurden die Tüten abgelegt und sich sofort zur Dusche begeben. Kurz nach meinem Eintreffen kam auch Boris sofort in den Raum geeilt. Ohne uns länger darin aufzuhalten, begaben wir uns gemeinsam zur U-Bahn-Station, um von dort aus erneut zur Castro Street zu gelangen. Zur späteren Uhrzeit erhoffte ich mir mehr Leben dort. Doch man hätte es lassen sollen, denn es war abermals langweilig. Alle Geschäfte des Viertels waren am Abend bereits geschlossen. So blieb der gewöhnliche Publikumsverkehr aus. Auch die Bars hinterließen einen enttäuschenden Eindruck. Nebenher durften diese erst ab einem Alter von 21 Jahren betreten werden und es herrschte darin ein Rauchverbot. Eine konnte dann schließlich doch noch betreten werden, bei der es keine Alterskontrolle gab. Darin tranken der Junge und ich gemütlich jeweils ein Glas Bier, das von den Betreibern nicht abkassiert wurde, weil sie es vergessen hatten. Es blieb bei einem Kurzaufenthalt, zumal in dem Laden die Stimmung nicht die beste war. So entschieden der Junge und ich uns dazu, frühzeitig wieder die Heimreise zur Jugendherberge anzutreten. Übrigens, morgen würden Boris und ich mit der U-Bahn aus dem Stadtzentrum von San Francisco so weit wie möglich in südliche Richtung herausfahren. So konnten viel Zeit, Kraft und zahlreiche Kilometer eingespart und vor allem dem dichten und unübersichtlichen Straßenverkehr der Stadt entkommen werden. Eines stand für uns beide jetzt schon fast fest. In Los Angeles würde es zu keinem mehrtägigen Aufenthalt kommen. Diese Großstadt würde einfach umfahren oder links liegen gelassen werden. Hier in San Francisco hätte die Gelegenheit genutzt werden sollen, die Gefängnisinsel Alcatraz zu besuchen. Es wäre allemal besser gewesen als das blöde und wenig attraktive Schwulenviertel oder die Flugshow. Dabei hatte uns Markus Berns am Telefon noch dazu geraten, unbedingt diese Insel zu bereisen. Echt ärgerlich. Zurück im Muse Hostel wurde für die morgige Abreise die Sachen zusammengepackt. Nun lagen Boris und ich bereits früh im Bett, um morgen ausgeruht zu sein, zog mir aber noch gemütlich und bei romantischer Abendstimmung eine Pulle Wein rein. Der Wein war auf meine Einkaufstour in der Castro Street besorgt worden. Sollte eigentlich ein süßer sein, doch er war halb trocken, was überhaupt nicht meinen Geschmack traf. Während ich im Bett liegend mit dem Jungen in ausgiebigen Unterhaltung vertieft war, vertilgte ich den Wein Schluck für Schluck. Zwischendurch fragte mich Boris aber: Sag mal, du hast doch gesagt, du magst den Wein nicht. Warum trinkst du den denn jetzt? Etwas trotzig fiel meine Antwort aus. Bevor ich ihn wegschmeiße? Nee, dafür bin ich zu geizig. Der wird jetzt getrunken. Boris verharrte am Thema. Du trinkst die ganze Pulle? Nicht, dass die noch schlecht wird. Du hast doch gesagt, du trinkst kaum Alkohol. Keine Panik, Kollege. Davon wird mir schon nicht schlecht. Wann hast du eigentlich das letzte Mal gekotzt, als du die eingetrunken hattest? Ich überlegte kurz und sagte dann: Das letzte Mal, das ist schon 7 Jahre her. Aber mach dir keine Sorgen, ich kenne meine Kotzgrenze. Sobald ich merke, dass ich sie erreiche, höre ich kurz vorher auf. Und nun geschah das Peinliche. Nachdem die Flasche geleert war, begann mein Kopf sich arg zu drehen und es überkam mich eine unangenehme Übelkeit. Nur kurz darauf schlich ich mich, ohne auch nur ein Wort dabei zu sagen, zur Toilette und musste mich anschließend schwer übergeben. Boris bekam das alles mit, ließ es aber unkommentiert. Einige Tage später griff er den Vorfall noch einmal auf. Stell dir mal vor, ich hätte was gesagt, als du im Muse Hostel in San Francisco gekotzt hattest. Ja, was denn? Da hättest du dich voll aufgeregt. Dazu mein ironischer Kommentar. Ich? Aufgeregt? Warum? Ja, weil du gesagt hättest, du hättest das letzte Mal vor 7 Jahren wegen Alkohol gekotzt. Boah, was musste ich damals lachen, als du dann auf Toilette warst. Als du dann zurück ins Zimmer kamst, habe ich mich dann lieber ganz schön zurückgehalten. Hey, ich glaube, das war auch besser so. Wehe, du hättest auch nur eine schräge Bemerkung dazu gemacht. Ha, sage ich doch. Montag, 14. Oktober, der 92. Projekttag. Vollbremsung in den Bergen. Meine Hoffnung für den heutigen Tag waren, dass erstens wir schnell und ohne Stress aus San Francisco herauskamen, zweitens es nicht gleich wieder bergig wurde, drittens das Wetter stabil blieb, viertens man wieder auf nette Leute traf, wenn man einen Platz für eine Übernachtung suchte, fünftens, die Einkaufspreise sich in Grenzen hielten. Sechstens, meine zurzeit herrschende gute Laune sich aufrecht hielt. Siebtens, es zu keinem Lagerkoller kam. Heute Morgen stand ich mit einem recht dicken Kopf auf. Mein Körper schwankte noch kräftig hin und her, als die Sachen zusammengepackt wurden. Auch das anfängliche Fahrradfahren fiel schwer. Dabei war mir absolut flau im Magen und eine auffällige Müdigkeit umgab mich den ganzen Morgen lang. Daran trug der Weinkonsum natürlich keinerlei Schuld. Der Innenstadtbereich von San Francisco wurde wie geplant mit der U-Bahn verlassen.
Die Weiterreise mit dem Rad gerade angesetzt, sogleich wieder ein Schocker. Boris meldete eine Reifenpanne am Hinterrad. Der Plattfuß konnte aber nicht repariert werden, weil kein Flickzeug mehr in unserem Besitz war. Zu Boris sagte ich, oh Mann, jetzt haben wir aber wirklich ein Problem. Wie kommen wir jetzt hier an neue Flicken? Ich sehe kein Geschäft weit und breit. Wir können das Rad ja noch nicht mal schieben, sonst geht die ganze Felge nachher im Arsch. Mann, wie sieht es denn aus? Entweicht da viel Luft aus dem Schlauch oder ist das ein schleichender Platten? Weiß nicht, dafür müsst ihr den Schlauch mal voll aufpumpen. Ja, guck mal, vielleicht klappt das ja und wir können wenigstens ein paar Kilometer bis zu einem Geschäft fahren. Hoffentlich kommt da gleich irgendwo eins. Nur wenig später, der Schlauch war stramm aufgepumpt, fragte ich, und, klappt? Ja, sieht gut aus, die Luft scheint zu halten. Ja, dann komm, lass uns keine Zeit verlieren, fahren wir so weit es geht. Nach nur wenigen hundert Metern der Fahrt hatten wir Glück und trafen auf ein Zweiradgeschäft. Dort wurde neues Flickzeug erworben. Doch die Reifenpanne wurde erst einmal nicht behoben. Das Aufpumpen alleine reichte erst einmal aus, um die Fahrt fortzusetzen. Die Frage war nur, wie lange? Das Problem wurde im Auge behalten. Zum Tagesablauf. Auf den ersten Kilometern südlich von San Francisco, es war zwischen den Ortschaften Daly City und Pacifica, wurde sogleich wieder recht stark hügelig. Das legte sich wenig später, Gott sei Dank, wieder. Und sofort macht das Radfahren auch wieder Spaß. Im Laufe des Tages waren schicke Sandstrände zu sehen, an denen unmittelbar entlang gedüst wurde. Leider war das Wetter nicht ganz so doll dabei. Es war stets stark bewölkt und diesig bei Temperaturen von maximal 20 Grad Celsius. So war es nicht möglich, schwimmen zu gehen. Dabei luden uns die mit zahlreichen Surfern besetzten Strände gerade dazu ein. An einem dieser Strandabschnitte kamen wir während einer Rast mit einer US-Amerikanerin deutschen Ursprungs ins Gespräch. Der Austausch verursachte eine künstlich verlängerte Etappenpause. Nachfolgend spulten Boris und ich die Kilometer dann nur noch so herunter. Wir kamen verflucht weit, weil es nur vor dem Ort Half Moon Bay und hinter der Kleinstadt Pescadero unsanfte Hügel zu überwinden gab. Es kam einer Wohltat gleich, endlich mal auf anspruchsvolle Bergfahrten verzichten zu können. Könnte es bis zum südlichen Zipfel der Halbinsel Baja California in Mexiko nicht durchgehend so sein? In San Francisco wurde sich endgültig dazu entschieden, das Ziel La Paz in Mexiko zu erreichen, das sich im äußersten Süden der mexikanischen Halbinsel Baja California befand. Ein wagemutiges Unternehmen. Heute fuhren Boris und ich insgesamt 85, gleich nun 5717 Kilometer mit dem Rad. Diese hohe Tagesbilanz konnte erreicht werden, weil ein paar 9 Kilometer Etappen von Boris unbemerkt um 1000 Meter verlängert wurden. Zudem wurden 6 statt 5 9 Kilometer Etappen, eigentlich waren es ja stets 10, gefahren. Spätabends, es dämmerte schon fleißig, fanden wir nach nur 2 Frageversuchen auf einer Ranch einen Unterkunft für die Nacht. Sie lag zur Rechten der Straße und war uns beim Vorbeifahren zuvor deutlich ins Auge gefallen. Es war eine sehr große Ranch mit einer angeblich über 100-jährigen Tradition. Unser Zelt konnte leider nur weit abseits des Wohnhauses in der Nähe einer Scheune aufgestellt werden. Ein auf der Ranch beschäftigter junger Mann wies uns dorthin ein. Dabei sah es hinsichtlich einer Platzvergabe erst gar nicht so gut aus. Im Vorfeld hatten Boris und ich vor dem Eingang des Wohnhauses gestanden. Der junge Mann öffnete die Türe und lauschte aufmerksam freundlich unserem Wunsch. Als dieser vorgetragen war, sagte er, oh, da muss ich erstmal meinen Chef fragen, der sitzt gerade in der Badewanne. Diesen Satz gerade beendet, hörte man den Eigentümer aus dem Hintergrund unwirsch laut zurufen. Wer ist denn da? Der Bedienstete rief von der Haustür aus zurück, 2 Männer aus Deutschland stehen vor der Tür und die haben einen Wunsch. Ach, die sollen verschwinden, ich will meine Ruhe haben. Dann wieder der junge Mann, wieder an uns gerichtet. Einen Moment mal, ich glaube, er versteht nicht, was genau los ist. Ich gehe mal zu ihm hin und erkläre ihm das. Das Geschehen war aus dem Hintergrund anschließend ein Dialog zu vernehmen. Die Stimme des vermeintlichen Chefs klang aus dem Hintergrund weiterhin eher missmutig und gelangweilig. Eine Absage schien uns bevorzustehen. Doch kurz darauf trat unser Empfänger erneut an die Tür und teilte uns mit. Mein Chef hat ja gesagt, ihr könnt hier heute übernachten. Ich sagte, oh, das ist wunderbar. Das klang ja zuerst gar nicht so. Ja, mein Chef arbeitet sehr viel, ist am Abend immer sehr müde. Etwas später trat der Bedienstete der Ranch noch einmal auf uns zu und schenkte uns noch 2 große Stücke einer Melone und jeweils eine Flasche Bier, die an diesem Abend von uns aber nicht mehr vertilgt wurden. Von mir sowieso nicht. Später kochte Boris noch unsere Bandnudeln und zahlreiche kleine Fleischstückchen. Beides war herrlich lecker. Zum Nachtisch erhielt jeder noch ein Reisjoghurt. Es wurde zügig gespeist, weil die Luft zunehmend kühler wurde. So kam es auch zu einem frühen Betreten des Zeltes. Ebenso schnell suchten der Junge und ich den Schlaf, weil beide doch recht müde waren.
Es kam nicht einmal mehr zu unserer obligatorischen Abendunterhaltung. Ein Nachtrag zu den Verkehrsbedingungen des heutigen Tages. Der Betrieb auf den Straßen war südlich von San Francisco enorm hoch. Nach Durchqueren der Kleinstadt Pacifica wurde die Strecke besonders gefährlich, weil in dieser Region auf den Straßen kaum Platz für Radfahrer und der Straßenverlauf wenig einsehbar war. Einmal kam es dabei zu einer gefährlichen Situation, als eine scharfe Rechtskurve gefahren werden musste. Da näherte sich uns eine Frau mit ihrem PKW in einem rasanten Tempo von hinten und fuhr dabei auch noch äußerst rechts. Erst im letzten Moment erspähte sie den hinter mir herfahrenden Jungen und konnte ihm nur in allerletztem Moment ausweichen, nachdem sie zuvor eine kurze Vollbremsung vollzogen hatte. Kurz nach dem Vorfall schrie Boris von hinten: Diese bescheuerte Kuh, die hätte mich bald voll umgenietet. Ja, fahr besser äußerst rechts. Jo! Je weiter man sich allerdings von der Großstadt entfernte, desto mehr löste sich dieser Zustand auf.